Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Ich kann auch nur der Weg sein. Also ich habe jetzt mit zwei Vereinen quasi bin ich in eine Saison gegangen, wo das Ziel Klassenerhalt war. Und zwar einmal Freiburg und einmal Werder Bremen. Und bei beiden hat man es mit Freiburg hat man es geschafft, im zweiten Jahr sogar Einstieg Tabellenplatz. Und auch mit Bremen haben wir mit 12 Punkten Vorsprung einen gesicherten Mittelfeldplatz geholt. Aber beide haben eine Phase gehabt, schafft man es oder schafft man nicht. Und was waren die Erfolgsfaktoren? Dass eine Mannschaft gut funktioniert, braucht sie einen starken Trainer. Dass der Trainer stark sein kann, braucht einen starken Sportdirektor. Ja. Dass der seinen Trainer stark machen kann, darf er selber aber auch nicht in Frage gestellt werden. Und dann brauchst du noch ein Umfeld und Fans, die wie eine Wand hinter deiner Mannschaft stehen. Und nicht, wenn es eng wird, gibt es ja die einen Fans, die zusammenstehen. Die gibt es in Freiburg und in Bremen. Und die anderen Fans gehen schon drei Spieltage vorher, machen sie die erste Sitzblockade. Und du siehst irgendwelche Fratzen. Und das wirkt nicht gerade leistungsfördernd auf die Spieler. Und der Erfolgsfaktor, so habe ich es erfahren, in Bremen und Freiburg, war der Zusammenhalt von Mannschaft, Trainer, Sportdirektor, Verein und Fans. Mhm.